Willkommen zurück zu Lego Jurassic World Folge 3. Wir sind erst in dem Level, den wir schon mal mit den Entwicklern zusammengespielt haben, wo man Scheißehaufen finden muss. Schau mal, hier ist ein großer Scheißehaufen. Dann rein die Hand da. Ach, guck mal, es geht noch besser. Eigenartig. Geil, die Trophäe. Hast du jetzt eine Karotte aus dem Scheißehaufen geholt? Ach, die gibt's halt zum Armbrot. Okay, der hat auch ein Gewehr. Was mögen denn das für Dinger sein? Ja. Diese Brocken. Mhm. Schau mal, was mache ich denn mit der Karotte? Gib die mal dem. Nee, kann ich nicht. Mal sehen. Ich kann hier wieder rein. Mist. Ja, Mist. Genau das ist das. Oh, warte mal, jetzt ist hier was aufgeploppt. Ach, guck mal, sie hat jetzt eine Lupe dabei. Finde Lego-Gegenstände, die über den Dinosaurier angezeigt werden, um ihn zu heilen. Genau, wir müssen den das füttern. Also gib ihm das mal. Ich glaube, der hat das schon. Ja? Moment. Aber du, ach, du bist ein Fährtenleser, du kannst daran. Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Man hat nie rausgefunden, was sie hatte, ne? Wie meinst du? Also im Film wird nicht klar, was sie hat, warum sie krank ist. Gießkanne wie die Ellie besitzt, um Pflanzen zu gießen. Ja, dann gieß mal. Gießkanne dabei. Wieso hat sie denn eine Gießkanne dabei? Weil sie eine Frau ist. Er ist aber also echt sehr, sehr, sehr verdächtig gebaut hier, die Rollen. Die Weiber, ey. Sie immer mit der Gießkanne unterwegs. Wenn sie jetzt noch zwischendurch irgendwo Essen machen muss, dann... Ja, genau, warum steht das Essen nicht auf dem Tisch? Das ist ein Scheißspiel. Naja, sie holt das Essen ja hier raus. Warum? Keine Spur von Fliederbeeren. Das ist aber mal ein großer Haufen Scheiße. Aber sie macht das doch im Film, passiert doch sowas nicht, oder? Was? Sie untersucht doch nur kurz den Dinosaurier und dann... Doch, natürlich. Sie greift doch diesen Handschuh und dann greifst du doch richtig tief rein in die Scheiße. Das ist doch dieser Riesen... Aber sie füttert doch dann nicht den Dinosaurier, nee, 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 dann ist ja dann ist ja dann Cut. Aber sie muss ja irgendein Gameplay hier einbauen. Ja. Und Ian steht doch daneben und sagt, was für ein Riesenhaufen Scheiße. Dann geht die Kamera so rüber auf den Haufen Scheiße. Oh, sollten Sie jemals meine Tochter treffen, sagen Sie ihr nicht, dass... Macht in dem Travelers, in dem Telltale Jurassic Park Spiel nicht auch die Tochter von dem Typen mit? Ja, genau, das ist ganz witzig, dass das eine Anspielung auf die ist, weil eigentlich existiert die im Filmlore nicht. Mhm. Also die ist da nicht dabei. Was mag denn das sein hier? Den rot leuchtenden. Vielleicht auch so ein Bernstein-Ding. Vielleicht irgendjemand, der so ein Bernstein-Ding hat. Speichern. Speicher mal. Hier musst du gießen, dann kommen wir da hoch. Ah, dann kommen wir da hoch, genau. Und ich gebe dir nochmal die Karotte. Ach, die Karotte. Die hast du wahrscheinlich vorher. Ja, ich dann fallen lassen, nachdem ich in den Scheißeaugen gesprungen bin. Aber gib sie ihr noch nicht. Warte mal. Nicht, dass dann damit das. Nee, wir müssen ja noch eins finden. Ach, fehlt uns noch eins. Pupillen sind geweitet. Hier ist wieder eine dunkle Ecke. Da traue ich mich nicht rein als Frau. Hat er denn da was? Aber der Mann traut sich auch nicht rein. Nee. Aber ich kann hier oben die Zielscheibe abschließen. Dann kommt hier wieder. Du kannst an Lego-Seilen klettern und man höher. Ja, danke. Zack. So. Üpf. Ist das nicht sogar hier in dem Level, wo man das erste Mal den Dino selber steuern kann? Jetzt frisst du sollst nicht immer alles verraten, du hast Alter. Hast du doch schon. Du hast ja schon die Spoiler-Folge gemacht. Du alte Verratpätze. Einfach gecheatet mit den Entwicklern. Ja. Zusammen. Schweinerei. Ich teaser ja bloß. So, und jetzt Gysi. Ach, hier bin ich Frau. Hier darf ich sein, oder wie? Das ist da die Logik dahinter. Wenn man ernsthaft bei den Ausgrabungen durfte sie nur so ein bisschen rumbalancieren. Sie hat immerhin Doktor im Namen. Kannst du da irgendwas machen? Ja. Gewalt anwenden. So. Na toll. Zerstör hier noch schnell die Natur. Und was haben wir jetzt wieder gemacht wegen typisch Frau? Weißt du, hier war alles in Ordnung. Und jetzt hast du mir hier den Baum kaputt gemacht, dass ich an die verbotene Frucht rankomme. Und jetzt, na toll. Musst du den Dinosaurier damit füttern? Mikro. Also das ist die klassische Bibelgeschichte. Ja. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder kurz munter.
Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Kann ich drauf reiten? Haha, ich bin's. Boah, geil. So, kann die hier? Die kann natürlich kaputt machen, oder? Nee, schau mal. Hast du drück mal X oder so, oder Viereck? Ah, doch, kann sie. Geil. Boah, das ist ja cool. Das ist ja so geil. Dreihorn. Da, das kannst du auch kaputt machen. Wie heißen die? Triceratops, ne? Gestern, als wir einen Film geschaut haben, hab ich gedacht, das ist eigentlich nie... Au! Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto sehen. Dass es nie irgendwie so ein richtig gutes Jurassic Park Spiel gab. Oder generell so ein gutes Dino Story Park Spiel. Trespasser ist ja eigentlich schon über weite Strecken ganz cool, aber die Steuerung ist ja der letzte Scheiß. Ja. Ich rede mir ein, dass es super cool war und spiel's einfach nie wieder. Was? Trespasser. Ach so. Ich habe das früher total gern gemocht, aber ich habe es dann irgendwie das war vor 10 Jahren gespielt. Ja. Das ist auch ganz schön schlimm durch die gute Steuerung. Ach so, hä? Das denn jetzt? Oh Mann! Also kann nur sie darüber regnen. Ach, guck mal, der Sturm kommt. Ja, stimmt, der Sturm muss ja kommen. Oh, stimmt. Ich kann hier gibt es ja keine Brücke. Bauen seine Brücke. Bist du jetzt die Sind wir jetzt. Nee, Moment mal, sind wir jetzt in einem. Jetzt sind wir wieder in der Handwelt, oder? Ach nee, doch nicht. Ach Mist, der Baum ist auf die Schalttafel für das Tor gestürzt. Nur auf Gebiet. Irgendwo ist ein Baum gestürzt. Ah, den kannst du wegkicken. Ja. So. Ich glaube, da brauchen wir den Dock, aber ich kann vorher noch schnell reparieren. Die Freigabe bestimmt nicht, oder? Wäre noch schöner. Hä? Ja? Das war doch richtig. Viereck, Dreieck, ja. Viereck. Viereck, Dreieck, Viereck. Okay. So gut auch wie neu. Das ist Viereck. Das Schöne ist, es ist ja gar keine Redundanz drin, weil wir durften ja damals nur 8 Minuten von dem Level zeigen. Das heißt, den ganzen Mittelteil habe ich ja rausschneiden müssen. Ach so, ja, stimmt. Zu Deutsch, du hast das zwar schon mal gesehen, aber ihr da draußen nicht. Ich. Warte mal, ich brauche Ellie. Ach so. Dann nehme ich jetzt den und schieße das Teil hier runter. Ja, so schnell lässt du also von deinen Frauen gehen und ich sage, ich brauche jetzt die mal oder so. Verstehe. Oh, was ist denn in der Pflanze drin? Ach, das ist so ein DNA-Stück. So, was ist denn mit der Ellie gerettet? Was ist denn mit der Kurbel der Torwinde passiert? Die hat sicher irgendein Dino gefressen. Why? Wie immer. Weil wir den, aus, um Kosten zu sparen, aus Fleisch gebaut haben. Da wurde nicht gespart. Aber da... Der Hammond immer mit seinem... Keine Kosten gescheut, ja. Personalkosten schon. Wir müssen irgendwie das Tor aufmachen, damit der Triceratops hier rein kann. Das ist hier. Im Zweifelsfall erst alles kaputt machen und dann fragen. Kann ich irgendwo was bauen? Nee, das war schon nicht alles. Hier kannst du hochklettern. Ah. Genau. Aber das haben die Filme doch nicht sonderlich etabliert, dass sie so eine tolle Springerin ist. Oder ich überlege gerade, ist sie denn überhaupt an dieser Szene, an dem Zaun, ist sie gar nicht dabei, ne? Nee, da ist sie nicht dabei. Und eigentlich klettern ja Timmy und der Doc. Nee, Quatsch, hier ist wieder scheiße für dich. Der Typ klettert noch eigentlich den Baum runter. Mhm. Und der dann auch irgendwann den Baum wieder hoch und da die Nacht verbringen. Ah, das ist die Winde. Sie kämpft ja eigentlich eher, ne? Oder? Sie ist doch da, sie rennt doch dann in diesen Bunker rein. Ach, wo die Hand da noch so
Ah, Gott sei Dank. Und dann so Hand abgerissen. Muss so drehen, oder? Samuel L. Jackson. War das vor Pulp Fiction oder nach? Ach, stimmt, der spielt ja da auch mit. Ja, der spielt da mit. Das hat dann wohl nur noch die Hand, wo ich bleibe. Ach, du bist schon der. Ah. Hier lang. Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Okay. So. Achso. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und so. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Es gibt scheinbar keine Fetten. Nicht vergessen, Sie sind nutzlos, wenn Sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn Sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr am E-Stock. Haben sie diesen ganzen Verrat aber ganz schön so im so schnell mal hingeschoben. Sag mal, im neuen Film zählen die doch auf, wie viele Tiere sie hatten im alten Park. Aber klingt das da nicht, als wären es weniger als 15 Arten gewesen? Ich dachte schon. Merkwürdig. Naja, vielleicht haben wir uns. Ich tippe drauf, wir haben uns auch nur vertan. Ja, wir spielen gleich weiter in den nächsten Level. Ja, wir spielen im nächsten Level weiter. Ein bisschen Zeit ist ja keine Pause hier. Nee. Das können wir nicht. Geil. Es klingt aber dann schon noch immer so ein bisschen Star Wars-esk. Ne? Das ist ja auch John Williams, oder? Ja, ja. Aber ist auch in Ordnung. So, ich bin hier. Jetzt sind wir wieder in der Hubwelt. In der Hubwelt. Dann können wir jetzt weiterfahren, oder wie? Wo sind denn die Fahrzeuge? Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich zu der Dings kommen, zu der, warte mal, ich mach mal die Karte auf, zu dem Gehege. Wo bist denn du in das Auto eingestiegen? Hier steht hier vorne. Vielleicht drehe ich mal in eine andere Richtung. Warte mal, wo ist denn... Stehe ich vielleicht am anderen Haupteingang? So, warte mal, was ist denn hier? Da aber das sind noch keine Schienen. Ist hier die nächste Mission? Da kommen wir in Jurassic Park. Das ist. Ah, ne, warte, schau mal, ich bin hier hinten. Wo bist denn du? Du bist hier am Besucherzentrum? Du läufst um das Besucherzentrum herum. Ich bin hier hinten. Aber naja, stimmt ja auch. Ich bin ja an einer anderen Stelle momentan eigentlich im Spiel. Aber was ist denn das hier? Das ist Hammond. Die stehen alle an anderen Orten. Also wir können uns jetzt aussuchen, wo es weitergeht, oder was? Prolog? Die lila Dinger sind doch immer die... Die Mission, oder? Klick mal dahin, was das da ist. Ne, das haben wir auch schon gespielt. Ne, Geschichte wiederholen. Und dann müssen wir doch jetzt... Was ist denn das nächste? Das ist... Ah, das ist ja geil, da kann ich natürlich nur vorwärts fahren. Was ist hier? Ich drehe jetzt einfach mal eine Runde. Ja. Ach, schau mal. Weg suchen müssen. Hier gab es einen Felsrutsch. Aber das kann man ja sehen. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt fahre ich mal den Park ab. Das konnten sie ja im Film nicht machen, aber... Na, no way. Party. Dafür kann man hier offensichtlich... einfach in die Parks reinlaufen. Mit wem bist du unterwegs? Ian. Und wen hast du noch dabei? Dr. Grant, dann springen Grant. Wir auf den. Dr. Grant so. Kann hier den runterschneiden. Schau mal. Zack, 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 zack. Ah, jetzt kommt hier auch langsam das Unwetter an, oder wie? Dafür werde ich mich revanchieren. Was ist denn das? Kann man Dinosaurier in das Gehege locken? Das kann sehr nützlich sein, wenn man eine Mauer durchbrechen möchte. Aber sag den Arbeiter nicht, dass du das von mir hast. Ist das was für ein Hulk? Was macht denn das denn? Solarzellen? Was sind das? Anlocken, um
Warte mal, ich benutze das hier mal. Ach, das ist hier so ein Klon-Dingsbums. Ah. Ah, das ist ein Dinosaurierspender. Das, was jedes Kind immer haben wollte. Ach genau, jetzt kann ich hier den Baum weghauen. Also Kinder, ihr müsst es euch den genauen Wortlaut merken. Mami, Papi, ich will verdammt nochmal jetzt sofort meinen Dinosaurierspender haben. Oder wenn, ihr euch schon scheiden lasst. Oh. Komm her. Pass auf, was hast du ins Gesicht spucken. Aber guck mal, er traut sich da nicht rein. Oh nein. Er ist wieder da. Die Dramatik. Okay, haben wir sie alle? Sieht gut aus. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das den Teil des Spiels jetzt eigentlich gerade machen müssten oder nicht, aber ist ja egal. Ja. Hier oben ist auch irgendwie was, oder? Hier geht es, glaube ich, auch rein, wenn man eine Lampe hätte. Warte mal, hier geht's aber hoch. Hier kann ich hochklettern. Und vielleicht sind das auch nur Abkürzungen, die man sich irgendwie baut. So off-world-technisch. Da kann ich aber nichts aufmachen. Da fehlt wohl noch ein so ein Dings. Wo geht's da rein? Jetzt bin ich wieder... Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem... von dem kaputten Ding, oder mal. Durch Glas, wo wir nicht weiterkommen ist. Wieso kommen wir da nicht weiter? Ich hab's doch gerade eben eingerahmt. Ja, aber nicht mit dem Auto, wo wir nicht weiterkommen. Ach so. Das ist ja hier auf der Straße. Siehst du das? Ah, okay. Ein Steinschlag. Aber bringt uns da der Dinosaurier irgendwas? Aber eigentlich heißt es, wir sollen die Straße freiräumen. Es sei denn, du willst als Dino-Futter enden. Hier brauchen wir einen, der buddeln kann. Ich komm, warte, wo bist du? Du bist wieder da runter und zurückgelaufen, oder? Nee, halt. Hier wieder raus. Ah, dann geradeaus. Jetzt die Straße runter. Da. Genau. Ah ja, okay. Das ist da jetzt verbuddelt, Schaufelradbagger. Das ist wie das Problem, wenn der sich mal eingräbt und du hast keine Schaufel, kriegst du den dann nie wieder raus. Genau das habe ich gesucht. Einen Moment bitte. Ach, okay. Und jetzt drillt er da einfach den Weg weg. Das ist ja cool. Geröll 0, Gary 1. Na los. Ach, guck mal, jetzt können wir hier weiter. Warte mal, kommen wir da hoch? Wo meinst du hoch? Warte, hier ist was zum Klettern. Ja, kannst du da, wahrscheinlich kann nur die Dings, die Ellie da hoch, oder? Wo ist sie denn? Sie ist am anderen Ende der Welt. Gottes Willen, das ist so weit weg, da muss gleich alles geladen werden. Und wir haben vor allem kein Auto da, ne? Ja. Du kannst ja zu uns hinlaufen. In der Zwischenzeit machen wir ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.